Hallo und willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. So, wir sind in Olins Wohnung angekommen und werden uns jetzt, schätze ich mal, vor dem Endkampf noch ein bisschen ausruhen. Und dann bin ich gespannt, was uns erwartet. Wenn es euch denn ein bisschen gefällt, würde ich mich sehr über ein Like, Kommentar oder auch Abo freuen. Wie ihr wollt, Leute. Würde mich alles sehr, sehr freuen. So, aber jetzt würde ich sagen, gehen wir mal hoch. Ich denke mal, da wird ein Bettchen stehen, dass wir uns da ein bisschen ausruhen. Genau, hier. Ruhe dich vor dem Kampf aus. Das machen wir doch. Ruhe dich vor dem Kampf aus. Kein Weg zurück. Triff weitere Vorbereitungen. Ich glaube, wir haben alles soweit abgeschlossen und werden uns jetzt ausruhen. So. Ganz ungewohnt ohne Rüstung. Wie konntest du schlafen, Elisabeth? Mit so einer Last auf den Schultern. Elisabeth Sobeck. Und du, Rust? Ohne deine Familie? Silence? Bist du da? Geister werden mir auch nicht helfen. Der drohende Schatten abgeschlossen. Ma'am, es gibt Zeichen aus dem Westen. Der Sonnenkönig erwartet dich im Tempel der Sonne. Können wir skillen? Ich glaube nicht. Wir können nichts skillen. Wir brauchen jetzt überall noch 3 Punkte. Alles klar. Zwischensequenz. Ah, warte, ist auch schon da. Lagerfeuer vielleicht? Truppen, die sich für den langen Marsch zu den Stadttoren sammeln? Das ist kein Lagerfeuer. Was denn dann? Das Ende. Oder zumindest der Anfang davon. What the fuck? Alter, was ist denn das hier ein Ding? Boah. Oh mein Gott. Die Todbringer, die du meintest? An die Waffen! An die Waffen! Sofort! Bei der Sonne, tut, was sie sagt! Nicht Amateure. Alle von euch, bereit zum Feuern! Feuer. Wird der Beschuss sie aufhalten? Das werden wir herausfinden. Ich hab auch so eine Wumme, ey. Oh, Hillis. Sammel die Garde und schick Verstärkung. Eloy, oh nein! Wir brauchen die Waffen. Er wird dich erledigen. Nicht dieses Mal. Ich glaube nicht, dass er mich erledigt. Wäre ich jetzt Lichter auspusten. Du hast mich lange genug geärgert. Dann hättest du mich im Sonnenring schlagen sollen. Warum kämpfst du? Das Ende ist unausweichlich. Akzeptiere es. Akzeptiere deine Schwäche. Die wirst du jetzt akzeptieren, Baby. Ich werde den Teil.
Seifengeschmack, mein Blut. Auf dich wartet nur ewige Nacht. Meridian muss sich rot färben, um geläutert zu werden. Okay, ich glaube, ich muss das mit den Fässern machen. Wumms. Nahkampf ist ja zu gefährlich. Wenn die Todbringer weiterfeuern, stürzt die Brücke ein. Baby, komm her. Ich muss noch ein Fass, glaube ich, werde ich noch brauchen. Und als nichts wirst du sterben. Ich darf ihn nicht zu nah ranlassen. Eine Brücke kann das Schicksal nicht begreifen. Okay. Ich bin der Auserwählte. Adios, Muchachos. So sollte es nicht sein. Ich hoffe, es tut weh. Auserwählt. Hades wählte dich, weil du ein Dummkopf bist. Ein sadistischer Mörder, der nicht merkt, dass er nur benutzt wird. Du bist ein Versager. Und bald erinnert sich niemand mehr an dich. Kehr dein Gesicht zur Sonne und denk drüber nach! Bums. Zeig es nicht, der steht nochmal auf. Absolut kein Platz dafür. Was hat er denn noch? Okay, das brauche ich nicht unbedingt. So. Wir füllen uns nochmal auf. Okay, begib dich zum Berg. Wo geht's denn hier zum Berg? Ja, Baby. Okay, die Maschinen schießen fleißig. Hier,
Meridian, halte die Stellung! Wo werde ich gebraucht? Geh an eine Kanone, auf den Plattformen! Können wir mal auf, ein bisschen höher. Ein Schuss müsste noch reichen. Mal die andere Maschine gleich. Okay, kommt hier noch was? Oh, sieht sauber aus. Okay, da oben sind Maschinen. Bisschen näher ran vielleicht. Er feuert auf seine Plattform! Das hat er sicher gespielt. Todbringer, ich bin der Todbringer. Angriffspause. Einmal kurz Luft holen und sich wappnen. Okay, alles klar. Die Knarre ist auf jeden Fall geil. Verteidige den Berg. Wieder an die Waffen! Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. So, wo kommen sie denn? Okay, da drüben. Kommen wahrscheinlich ein bisschen schnellere Maschinen.
Tarbella. Er schießt. Ich muss hier weg. Schießt denn hier, scheiß Vogel. What the fuck? Okay, ich glaube, ich muss wirklich ein bisschen die Plattform wechseln. Habe ich doch ein bisschen zu viel Schaden genommen. Ein Zeichen! Eine Angriffspause! Schenkt die Waffen! Aber seid wachsam! Einmal kurz Luft holen und sich wappnen. Wir müssen hier vorne kommen. Scheiß Hügel wieder, oder? Die Waffe. Nimm halt die Waffe. Mein Gott. Okay, gehen wir noch rüber, weil dann sehe ich da nichts mehr.
mein Gott. Und hier noch ein paar Kanonen hier. Aloy. Oh, das ist Hades. Aloy! 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 Bei der Urmutter, du lebst. Ich dachte, du wärst tot. Die anderen, sind sie... Nein, nein, zurückgeschlagen, verwundet, aber am Leben. Die Maschinen zerstörten das Dorf und zogen weiter. Sie marschierten zum Turm, dieses Ding im Schlepptau. Pass auf die anderen auf, Tim. Ich muss gehen. Los. Okay, ich hoffe, wir kommen gut durch. Aloy, geh! Wir lenken sie ab! Mach doch schon! Jetzt zieht ihr die wahre Sonne, Schattendämon! Ganze Stadt brennt, Leute. Okay, ich glaube, ich muss da rüber. Meine Kraft ist noch nicht verbraucht. Ich habe sie durch Eis und Schnee erworben. Verdammte Maschinen, ich werde die Herausforderung annehmen. Stirb, du Vieh. Ein Mann drückt sich vor einer Herausforderung. Ruh dich auf. So, gibt es ein bisschen Medizin? Auf geht's zum Turm. Es hat begonnen. Hades sendet jetzt. Oh mein Gott. Er wird alle Maschinen verfluchen. Oh, lauf, Kleiner. Krass, so komplett eingegraben. Überall auf der Erde. Alles Leben stirbt. Okay, ich glaube, ich muss mich sehr, sehr beeilen. Hades das Signal abgesetzt hat. Muss er durch die Verteidigung gekommen sein? Inora. Erlensgarde. Ich muss da hoch.
weitergehen. Noch doch. Los, weiter. Ich wusste, es wird nicht leicht. Also, weiter jetzt. Auf geht's, Aloy. Es ist Aloy! Na, das seht ihr. Wir dachten, du wärst am Berg gefallen. Was? Nein, der Berg fiel auf mich. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich muss jetzt zu Hades. Nicht allein. Mein Kampf. Ihr solltet besser hier. Ja, wir finden so ein schönes Gespräch. Wir wollten ihm gerade hinterher. Stimmt's? Stimmt. Der Metallteufel muss fallen. Okay. Ich sollte meine Vorräte auffüllen. Letzte Chance. Lue. Okay, Leute, wie es dann aber weitergeht, wir machen jetzt nochmal einen Cut und schauen uns natürlich dann in der nächsten Folge an, wie es mit Hades weitergeht. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Ich denke mal, das wird, schätze mal, die letzte Folge werden. So, bleibt dran. Und wenn es euch gefallen hat, natürlich würde ich mich sehr über ein Like, Kommentar oder auch Abo freuen. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao, euer Andi.